Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich habe absolut mega, mega geile Informationen für euch. Allerdings kann ich Stand jetzt noch nicht sagen, ob das Informationen zu Season 8 oder vielleicht erst Season 9 sind. Ihr werdet das wahrscheinlich gleich zuordnen können, wenn ich euch sage, es hieß ja, Respawn hat es selber gesagt, in Season 9 werden unerwartete Dinge passieren. Und dort habe ich das rein interpretiert, dass wir dort endlich vielleicht mal einen Arena-Modus bekommen oder ein Team-Deathmatch. Wie oft habe ich das gesagt? Und stand jetzt in einem der letzten Patches, kam eine Information in den Game-Files vom Kings Canyon, wo der Arena-Modus betitelt wird. Wir sollen wohl angeblich, ich blende es mal einen Moment, das war das falsche Bild, hier von Apex Legends News auf Twitter gepostet und von Shrugtall geleakt, ein 3 vs. 3 Team Deathmatch-Modus. Halt doch die Fresse, wie geil wäre das. Ich kann euch jetzt schon Einzelheiten sagen, wie das sogar vonstatten gehen soll. Es gibt interessante Informationen, die in den Gamefiles schon gefunden wurden. Shrugtall hat da mal was vorbereitet. Er hat einen kleinen Abschnitt, quasi die erste Arena, die Artillerie vom Kings Canyon, schon mal gezeigt und verschiedene Sachen dort eingefügt. Ein Teil davon scheint original zu sein und hat ein bisschen drin rumgekriegselt, wie das genau vonstatten gehen soll. Und es gibt verschiedene Arenen, aber alle im Kings Canyon. Es ist mega, mega geil. Alter, ohne Scheiß. Ich bin jetzt schon gespannt, was ihr davon haltet. Das ist die erste Zeichnung von dem Punkt oder von der Arena Artillerie. Und es soll ein 3 vs. 3 Team Deathmatch-Modus sein. Es gibt zwei verschiedene Spawn-Punkte. Einmal rot eingezeichnet Spawn-Punkt A und Spawn-Punkt B. Und ich finde es jetzt schon geil, dass Respawn scheinbar mitdenkt und das Spawn-Trappen sozusagen verhindert, wie man es in COD leider in vielen Teilen kennt. Wenn man spawnt, spawnt man in einer Gibby-Bubble bei Punkt A und bei Punkt B. Das heißt, man kann von der Ferne, wenn man gespawnt wird, nicht weggesniped werden oder irgendwas anderes dergleichen. Das finde ich schon mal sehr geil. Es gibt drei verschiedene Zonen oder drei verschiedene Ringe. Am Anfang spawnen wir ganz normal und dann werden die Ringe immer kleiner. Ihr seht hier die Ringe in der Mitte. Das muss nicht 1:1 genauso aussehen, wie ihr das jetzt hier seht. Wie gesagt, Shrugtall hat hier ein bisschen rumgezeichnet und das verdeutlicht, hat aber verschiedene Sachen in den Gamefiles in der Art gefunden. Und dann gibt es in der Mitte, ganz oben seht ihr, einen Medical Spawn. Das ist auch so eine Art Care Package mit Medical Sachen, Heil Items, hast du nicht gesehen. So ungefähr wird das aussehen. Was haben wir noch? Vier verschiedene Loadouts, unter denen wir wählen können. Das heißt, wie in COD-Manier oder in dem Train-Event, Holobash-Event, konnten wir verschiedene Waffen-Loadouts vorher wählen, bevor wir starten. Und so soll das auch sein. Ob da vielleicht irgendwann mal so weit dran gebastelt wird, dass wir einen eigenen Creator-Modus haben, wo wir unsere Waffen ein bisschen zusammenstellen können, was ich nämlich viel besser finden würde. Aber es soll erstmal reinkommen und dann kann ja Respawn immer noch ein bisschen was dran basteln. Weitere Spots, die in den Files gefunden wurden, die eine Arena sind, ist der Kondensator, The Rig, das defekte Relais und jetzt kommt der Hammer. Passt auf, Kaskaden stehen in den Gamefiles. Kaskaden. Map Season 1, 2 bzw. 0. Da gab es die Kaskaden noch. Ab wann wurden die so heftig zerstört? War es ab Season 3? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. So lange ist das schon her. Repulsor und die Wasserversorgung sind noch zwei weitere Arenen. Von Skulltown ist Stand jetzt noch nicht die Rede, aber wir können, das ist zumindest meine feste Überzeugung, wir können felsenfest davon überzeugt sein, dass Skulltown und auch der Octane Ring of Fire als Spot wahrscheinlich noch dazukommen. Ich möchte nochmal betonen, ich habe keine Ahnung, ob das in Season 8 schon kommt. Ich gehe aber eher davon aus, dass es tatsächlich erst in Season 9 ist, weil Respawn da tatsächlich gesagt hat, dort soll ein riesen Gamechanger kommen, unerwartete Dinge, und das wurde nicht für Season 8 geplant. Und deswegen gehe ich davon aus, es kommt erst in Season 9. Ich bin auf eure Meinung jetzt gespannt. Wie findet ihr diese Information? Ich jedenfalls, und da bin ich so ehrlich, bin über diese Information sowas von ultra gehypt. Und ich freue mich, wenn genau das kommt. Und vor allen Dingen ist das mal eine andere Variante seines Skills vielleicht mal unter reellen Bedingungen zu trainieren, anstatt im Trainingsgelände so mega nervig erst die Bots zu aktivieren, die absolut brainless teilweise sind. Ja, ich bin auf eure Kommentare gespannt. Lasst mich wie immer
mit einem Daumen nach oben wissen, dass euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, ich bin auf eure Kommentare gespannt. Ein Abo dalassen, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's jetzt von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.